Mein Name ist Leonard Dobusch, ich bin Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Uni Innsbruck, Mitglied des ZDF-Fernsehrats für den Bereich Internet und außerdem habe ich während der Pandemie oder kurz vorher gemeinsam mit Barbara Blaha hier in Wien das Momentum-Institut, den Think Tank der vielen, gegründet und in dem sitze ich jetzt gerade und nehme dieses Video auf. Das Momentum-Institut ist sicher auch das Projekt, das mich im Corona-Zeitraum am meisten beschäftigt hat, vor allem deshalb, weil Corona ein Ungleichheitsverstärker ist. Diejenigen, denen es vorher schon besser ging, die etwas privilegierter waren, die konnten ihre Arbeit leicht in den Homeoffice oder leichter ins Homeoffice verlegen. Nicht, dass das dort alles nur nice und super ist, aber diejenigen, die es vorher schon schwerer hatten, hatten auch eine viel größere Gefahr, ihren Job zu verlieren. Und ich glaube, diese Ungleichheitsverstärkung von Corona, die führt mich auch zu dem Thema, wo ich denke, das sollte die Republika-Community vielleicht nach Corona noch ein bisschen eingehender sich anschauen. Die Frage von Ungleichheit, von Verteilungsgerechtigkeit, die, glaube ich, ist auch vor Corona bei der Republika nicht immer ausreichend gewürdigt worden. Wenn es darum geht, was eigentlich ein gutes Symbol, eine Geste für die Republika ist. Es mag altmodisch klingen, aber für mich ist das mit Abstand beste Symbol der Republika der Hashtag. Warum? Weil ich finde, der Hashtag symbolisiert das, was die Republika ausmacht, dass Menschen, die es Menschen zusammenbringt, die sich vorher noch gar nicht kannten. Und der Hashtag schafft das im Netz schon teilweise. Hashtag MeToo, Hashtag ausnahmslos. Aber gleichzeitig ist das nochmal besser im Rahmen einer Konferenz, wo die Leute sowohl vor Ort als auch virtuell dabei sind. Da kann der Hashtag wirklich diese verbindende Kraft in einer Art und Weise entfalten, wie das nur online nicht möglich ist. Und das ist eben genau der Grund, warum sich die Leute bei der Republika so darauf freuen, sich offline und online gleichzeitig zu treffen. Mein Pandemie-Rabbit-Hole, also das, was ich erst seit der oder in der Pandemie entdeckt habe für mich, ist ganz klar TikTok. Klingt vielleicht komisch, aber während ich Instagram nie wirklich verstanden habe, muss ich sagen, bei TikTok ist mir durchaus klar, warum man da sehr viel Zeit verbringen kann. Obwohl die Videos nur so kurz sind, steige ich ein und dann schaue ich das nächste Mal auf die Uhr, ist eine Stunde vergangen. Also ich verstehe total, warum TikTok funktioniert, ich verstehe nicht, wie es funktioniert, aber für mich ist das bis zum gewissen Grad Peak-Remix-Kultur.